Da ist aber jemand böse. Gut. Das wär's. Die Sklaverei ist gesichert. Ich weiß gar nicht mehr, wem wollte ich eigentlich dieses... Oh. Jetzt habe ich hier die ganzen Hawaiianer geholt und eigentlich will ich das hier dem Ding geben. Und das hier gebe ich dann Vito oder wie? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt das hier Burke. Burke, der gute Burke kriegt das. Dann hat er hier dieses Viertel. Das hier kriegt Vito. Genau. Das hier kriegt Vito. Und das hier. Ja, dann ist es gerecht aufgeteilt. Und gut, der Bayou. Wer der Bayou kriegt, weiß ich nicht. Niemand kriegt den Bayou. Der Bayou gehört mir. Gut. Da wird ein bisschen wieder hier Cassandra pissig sein, weil ich ihre Männer hierher gebracht habe. Naja, egal. Gut. Dann reden wir mit Donovan über die Wahl, aber als erstes. Kohle, Kohle, Kohle. Erst wieder die ganze Kohle einsammeln hier. Ah, wenn ich sowieso gerade hier bin, dann kann ich das ja mitnehmen. Ah, kurz umziehen wäre auch eine Idee. Da, 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 da. Action. Was haben wir schon? Machen wir mal wieder Mafia-Stil. Oder, oh. Ja, das hatten wir. Bulle? Nö, wir machen mal hier Rennfahrer. Brumm, brumm. Ich bin der Rennfahrer. Ah, hier liegt überall Kohle von den toten Wichsern. Was ist denn das? Okay, gibt's ja auch noch Geld. Nein, aber einen Erste-Hilfe-Kasten, das ist doch schon mal was. Oh, wie sieht's denn hier aus? Oh, der Laden boomt nur von schwarzen Frauen und Männern. Finde ich gut. Ah, guck mal hier, schön, noch mehr Kohle. Tierkohle. Und das auch noch. Sehr schön. Entschuldigung. So. Das nehme ich auch noch mit. Und dann bringen wir die Kohle gleich mal wieder in Sicherheit, holen unser Auto und dann reden wir mit Donovan über den guten Dival. Okay. Erstmal Ich Kohle. stecke hier in Frisco und ich brauche jemanden. Und dann Auto. Oh, diesmal nehme ich, keine Ahnung, ich nehme mal wieder den Ich bin schwarzen. in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Oh, der ist aufgemotzt. Guck ihn dir an, das Baby. 4 Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Ja, weiß, richtig du ordentlich irgendwas, das aufgemotzt. ich für dich aufbewahren soll. Ja, hier, Wehe, du Kohle. verlierst das. Und direkt in die Bank. Danke. Ey, mein Wagen! Was ist mit dir los? Blöde Schlampe. Ey, hup mich nicht an, okay? Ich bin dein Boss. Oh, Junge, wie der jetzt heizt. Junge. Ja! Ich verliere ja fast die Kontrolle. Der geht ja dreckig ab, der Wagen. Okay. Ey! Ey, das war doch richtig! Das war sogar die alte Tante, Mann, die mein Geld verwahrt. Einfach so einen armen Kerl umgefahren. Okay. Wir haben noch einiges vor uns. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? In einem ganz anderen Ort fahren wir. Oder? Ja, irgendwie schon. Wir fahren ja hier hin. Wieso ist es denn da unten? Naja, egal.
zum Geier ist denn hier? Das ist ein fucking Knast. Ich soll hier ein Auto klauen? Ja, genau. Im Knast soll ich ein Auto klauen. Also Burke hat sie ja nicht mehr alle. Aber mit meiner Rennfahrerkutte, da bin ich schon schnell unterwegs, Mann. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Junge, diese Reifen. Okay. Ah! Ach, jetzt weiß ich, warum ich hierher muss. Donovan ist wieder in seinem Hotelzimmer. Ach, immer dasselbe mit dem. 10 Jahre fahren. Ach so. Offensichtlich hattest du bei Remy Duval voll den Durchblick. Hör dir das an. Sieh dir an, was er macht. Es geht hier um unser Zuhause. Ich schau mir das nicht mehr länger mit an, wie uns so ein elender Drecksnigger das ganze Geschäft zerstört. Und darf ich fragen, was du dagegen tun möchtest? Ich erwürge diesen Bananenficker, das werde ich machen. Entschuldige bitte. Ist mir so rausgerutscht. Der will dich nur aus der Reserve locken, Remy. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, dich auf so ein Spiel einzulassen. Dies ist eine problematische Situation, das wissen wir alle. Aber wenn du gegen ihn vorgehst, hat er sein Ziel erreicht. Lass das Salesmänner regeln. Salesmänner? Die Menschen hier im Viertel erwarten, dass sie von mir beschützt werden und nicht von irgendwelchen schmierigen Ithaca-Arschlöchern. Oh nein, nein, vergiss es. Das nehme ich selbst in die Hand. Nur dann kapieren die Nigger und die Ithaca, dass wir hier in Frisco Fields auf uns selbst aufpassen. Du machst einen Riesenfehler, Remy. Damit setzt du doch alles aufs Spiel, was wir uns hier aufgebaut haben. Unsere Lebensart steht auf dem Spiel. Da interessiert mich doch nicht so ein gottverdammtes Casino. Langsam glaube ich, du lebst in einer anderen Welt. Keine Minute später hat Olivia Sell angerufen und ihm gesagt, dass Remys Leute von der Southern Union dich suchen. Wenn du da oben aufkreuzt, laufen dir bestimmt ein paar über den Weg, dann kannst du sie ja fragen, wo Remy sich verkrochen hat. Ja, wenn ich fertig bin mit dem Pisser, ist Olivia fällig. Aber an sie ranzukommen wird nicht leicht. Marcanos Männer und diese reichen weißen Arschlöcher, mit denen sie rumhängt, riechen mich eine Meile gegen den Wind. Lass dir was einfallen. Streng deinen Kopf an. Okay, ich lass mir was einfallen und streng meinen Kopf an. Sag mal, was soll das eigentlich werden? Noch nie was von Körperhygiene gehört? Der Typ ist am Arsch. Wie immer. Alles klar. Finden wir Duval und erledigen ihn. Wo auch immer er sich verkrochen hat. Oh, ich habe fast keine Dinge mehr. Ich könnte da hinten und hier überall könnte ich kurz... Ach, egal, ich kaufe die wieder. Falls ich wieder in eine Schießerei verwickelt werde. Okay, wo wollen wir denn jetzt hin? Jetzt wollen wir wieder ganz nach oben. Ah, oh, das ist doch ein Witz, ist das. Egal. Halt's Maul, ich hab Vorfahrt. Oh, fahr doch, Opa. Echt? Also gut. Dann erledigen wir den guten Remy. Dann ist vorbei mit seinem Radio.
Boah, das war zu weit wieder. Oh. Okay. Oh. Oh, oh. Oh, ist nur ein Kratzer im Lack. Wenn die Karre, seit die getunt ist, dreht die so schnell durch. Nein, falsch. Dachte ich mir. Na, kannst du dich mal entscheiden? Das Navi der 60er ist auch nicht mehr das, was es mal war. ~800. Was für eine halbe Weltreise schon wieder. Was zum Geier? Und wo finde ich den jetzt? Na toll. Aha. Verdammt. Ist das euer verficktes Ernst? Irgendwelche Leute auf der Straße an... Fuck. Nein! Alter! Scheiß Bulle, Alter, was? No. Oh, oh. Ja, genau. Ja, genau, jetzt schießt er auf mich. Klar hat der Schwarze eine Knarre, aber jetzt ist der Schwarze gleich tot, wenn er Pech hat. Ich brauch Hilfe, das hat keinen Wert. Ja. Ihr müsst mir helfen, Mann. Okay. Los. Müssen die Dreckschweine irgendwie töten. Ich glaube, er hat eine Waffe. Klar habe ich eine Waffe. Hey, pass auf, wo du hin. Da ist eine ganze Kolonie von Dummheit. Na, also, der läuft halt mitten auf der Straße rum. Jawohl, macht sie Cut. Okay. Dann frage ich den mal. Halt's Maul im Boden. Das wirst du schon sehen. Oh, oh. Jungs der Union zusammen. Arsch zu jagen. Ach du Scheiße, ich bin tot. Oben in der Nähe vom alten Aussichtspunkt. Ich bin tot. Sie müssen wohl ohne dich anfangen. Ich bin tot. Ja, ich wusste es, dass ich tot bin. Alter, wie viele Cops, Mann! Und die stehen daneben und machen halt nichts.